Ja, schwierig zu sagen. Am Anfang haben wir zwei Elfmeter verschossen. Und dann hat unser überragender Keeper hat uns herausgeholt, wie letztes Wochenende schon, hat selbst eins geschossen und dann zwei Elfmeter gehalten. Ich denke mal, am Ende waren es die Nerven. Ja, also man hat gesehen, natürlich, Kalbach hat in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht, aber wir haben eigentlich auch relativ gut standgehalten hinten und hatten ja auch teilweise noch unsere Möglichkeiten nach vorne. Es hat dann ein bisschen die Luft hinten raus gefehlt, aber sonst war es eigentlich von uns. Ich bin super zufrieden, was soll ich sagen. Es ist mega. Also alleine, dass wir so weit gekommen sind, ein mega, mega Wochenende gespielt haben. Und ja, jetzt geht es weiter in die Saison rein. Ja, ich denke, das ist ein Finale. Ja, ich habe auch in der Kabine vorher gesagt, bei der Ansprache, es ist egal, ob das jetzt vielleicht sogar ein Champions-League-Finale ist oder der Sparkassen-Cup. Finale ist Finale und ich denke, da ist alles möglich. Ja. Die Jungs von Concordia Eschersheim haben alles gegeben, ja, sind um ihr Leben gerannt und haben es uns schwer gemacht. Und deshalb hat das Elfmeterschießen dann letztendlich den Sieger entscheiden müssen. Super. Also eigentlich, ich glaube, unser Plan vor dem Spiel war einfach, sie dahinter warten und da haben wir gut gemacht. Und ich glaube, also sie spielen höher und natürlich haben sie die ganze Zeit den Ball, wir waren unter Druck. Aber ich glaube, wir haben unsere kleine Chance schon gut ausgenutzt und erste Halbzeit ein Tor geschossen. Ich glaube, ja, dann haben wir beim Elfmeter verloren. Also ich glaube, das ist immer, du kannst nicht entscheiden, das ist immer Chance und wir haben kein Glück gehabt.